Herr Mayer, Deutschland tut sich schwer, der Ukraine schwere Waffen zu liefern, insbesondere Kampfpanzer. Aber noch schwerer tut sich die Schweiz, die sogar anderen Ländern verbietet, Waffen in die Ukraine zu liefern, die Teile aus der Schweiz enthalten. Was ist da eigentlich los? Naja, die Schweiz ist gerade dabei, ihre politische Unschuld zu verlieren. Sie ist ja nun schon mal Mitglied des UNO-Sicherheitsrates. Das ist gewaltig für die Schweiz. Aber wie das so ist beim Verlieren der Unschuld, man ziert sich. Man möchte die Unschuld nicht verlieren. Und diese Unschuld hat einen Begriff, der heißt Neutralität. Und die Schweiz geht davon aus, wir sind neutral. Was natürlich absurd ist, wenn man verhindert, dass Spanien, die haben ja angefragt, oder Polen, die auch, dass die Waffen der überfallenen Ukraine liefern. Wenn man verhindert, weil diese Waffen Schweizer Komponenten haben, dann ist man nicht neutral. Dann hilft man demjenigen, der die Ukraine überfallen hat. Das ist ein ganz klarer Entscheid eigentlich für Putin. Und alles andere ist Augenwischerei. Und da ist die Schweiz natürlich fast Weltmeister in dieser Sache. Sie will irgendwie nicht auf die Welt kommen. Nun hat das einen guten Grund. Ich meine es wirklich, einen guten Grund. 1815 am Wiener Kongress wurde ja diese Neutralität den Schweizer verordnet. Weil alle balgten sich um dieses Territorium. Man wollte sogar ein Königreich dort errichten. Und die Franzosen, die wollten die Schweiz zum Satelliten machen. Und die Preußen wollten die Schweiz eingemeinden. Und da war die balgten sich um die Schweiz. Und weil keiner obsiegte, hat man gesagt, die sind neutral. Und das war eigentlich gewaltig für die Schweiz, für ihre ganze Geschichte. Sie wurde verschont von allen Kriegen in Europa. Vor allem der Erste und der Zweite Weltkrieg. Man muss sich das vorstellen. Der Zweite Weltkrieg, das Massaker der Weltgeschichte mit 70 Millionen Toten. Die Schweiz blieb unberührt, sie blieb bedrängt. Sie hat ihre Kompromisse gemacht, aber die Neutralität hat sie gerettet. Und da sage ich mir immer, ja, mich würde es wahrscheinlich nicht geben, wenn die Schweiz in den Krieg hineingezogen werden. Mein Vater war Sozialist, Sozialisten hat man ins KZ geschleckt. Und ich bin 44 geboren, da wären die Deutschen wahrscheinlich noch da gewesen. Also wenn ich mir das so vorstelle, bin ich dankbar für diese Neutralität. Nur, heute ist das Mitmachen die Bedingung, dass man wirklich noch was zu sagen hat. Und die Schweiz wird sich bequemen müssen zu sagen, okay, diese Waffen kann man liefern. Man ist auch dabei zu sagen, wenn das demokratische, rechtsstaatliche Nationen sind, dann können doch die autonom entscheiden, ob sie Schweizer Waffen in ein bedrängtes Gebiet liefern oder nicht. Also sehen wir, dieser Ukraine-Krieg sorgt selbst in der Schweiz für eine Zeitenwende. Aber die Zeitenwende ist natürlich auch in Deutschland ausgerufen worden von Scholz. Und doch tut sich unser Land schwer damit. Warum eigentlich? Ja, die Deutschen sind fast umgekehrt. Denen geht es nicht um ihre Unschuld verlieren, sondern um endlich ihre Schuld verlieren. Also das wird natürlich so nie gehen. Die Schuld bleibt immer da. Die Schuld trifft nicht die Generation jetzt, nicht die Generation Scholz. Aber die Verantwortung aus dieser Schuld bleibt da. Und die Deutschen sind in ihrem Blick immer auf Russland gerichtet. Immer in der Geschichte, immer auf Russland gerichtet. Man hat Russland überfallen. 1941 hat man Russland überfallen. Und man hat nicht die Ukraine überfallen. Man denkt gar nicht so. Die Ukraine war ja ein Teil dieser Sowjetunion. Und man hat die Sowjetunion überfallen. Und sich vorzustellen als Deutsche, da sind plötzlich Panzer in der Ukraine, was damals Russland war, auch im Rückblick eigentlich immer als Russland wahrgenommen wird. Und da sind diese Panzer, die werden in diese Leopard, das sind ja die tollsten Panzer der Welt, die werden in Bewegung gesetzt,
gegen Russland, also wieder gegen Russland. Aber gleichzeitig ist dieses ein Irrtum. Es ist ein Riesenirrtum. Man hat während des ganzen Kalten Krieges nicht verstanden, dass ja die ostmitteleuropäischen Staaten nicht Russland sind, auch die Ukraine nicht. Das waren besetzte, drangsalierte Staaten und die Sowjetunion und der Marshall und Pakt waren eine schlimme, abgrundtief schlimme Diktatur. Denken Sie an 1953, Aufstand der Arbeiter in der DDR, 56 in Ungarn, 68 in der Tschechoslowakei, 81 dann Solidarność in Polen. Das hat man im Grunde genommen in Deutschland immer irgendwie, man war schon dagegen, man hatte Werte, man war westlich, ich rede jetzt von Westdeutschland selbstverständlich, von der Bundesrepublik, man hatte schon diese Werte, aber gleichzeitig hat man, es war störend, diese Aufstände, dieser Widerstand gegen die Sowjetunion war störend. Und man hat dann ein gewisses Verständnis sogar geäußert, 81 gegen Solidarność, dass man auch verstehen muss, dass da, man wollte lieber Ordnung. Man wollte Friede, Freude, Eierkuchen, um es mal ganz vulgär zu sagen. Man wollte Ordnung im Karton, Ruhe im Karton und nicht Auseinandersetzung. Und jetzt ist natürlich nach dem Ende der Sowjetunion, des Kalten Krieges, des Warschau-Paktstaates, sind diese Nationen da in Freiheit. Und die muss man auch sehen in allem. Die sind auch involviert. Nehmen Sie die baltischen Staaten. Die sind bedroht durch den Schwerverbrecher Putin. Das ist ja anders als einen Schwerverbrecher, kann man den nicht bezeichnen, was da geschieht. Und da muss Deutschland sich wirklich einen Ruck geben und sagen, wir müssen endlich zur Kenntnis nehmen, was das für Nationen sind, die ostmitteleuropäischen Nationen. Sie sind bedroht. Darum gehören sie zu uns, sind freiheitliche Nationen. Und die Ukraine ist eine Nation, richtig auf dem Weg zur freiheitlichen Nation, zur westlichen Nation. Und das ist der Grund, dass man sie kaputt macht, zerbombt, eigentlich ausradieren will. Es soll sie nicht geben. Sie soll wieder Russland sein. Also, da muss doch Deutschland sagen, so, Schluss jetzt, wir liefern. Herr Mayer, wir setzen das fort.